Und jetzt kann ich wieder weitergehen mit Let's Play Half-Life in HD wieder. Nach wieder einem kurzen Cut geht's weiter. Hier gibt's nichts für uns. Also der hat ein Gewehr, aber das kriegen wir irgendwie nicht. Jetzt müssen wir nur gucken wegen diesem komischen Geschütz da. Wer war das denn? Das war nix. Auf jeden Fall brauchen wir eine Granate. Gut. Dann ist wenigstens das Geschütz nicht mehr unser Feind. Gut. Hier ist noch Desert Eagle Munition. Nehmen wir wieder unsere Granate mit. Steigen wieder auf den Zug und weiter. Volle Pulle, Pulle. Und lästige Kopfkrabben, die uns nicht treffen, weil die zu dumm sind. Oh, Vorsicht, Strom. Ding, ding. Oh, nicht gut. Und werden hier gleich wieder von den Marines erwartet. Wie nett. Da kommen wir auch noch hin. Jetzt kommt mal hier die Desert Eagle zum Einsatz. Mit zwei Schüssen ist schon ein Marine down. Oh, und man hört schon wieder die... Upsala. Ich wollte noch gar nicht gehen. Und man hört schon wieder die Vortigons, wollte ich sagen. Tja, ja, die listigen Marines. Wir haben zwar ein bisschen Anzugsenergie eingebüßt, aber das lässt sich schon verkraften. Oh. Marines gegen Vortigons, wer gewinnt? Auf jeden Fall nicht die Marines. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Anzugsenergie eingebüßt, aber das kann man eh wieder heilen. Die schlimmeren Gegner kommen erst noch. Wir machen schon mal die Schranke auf. Ist hier drunter was? Nein. Überall diese lästigen Kopfkrabben. Ja. Hier kriegen wir schön Munition und unsere Einzugsenergie. Ansonsten alles so gut wie voll. Können aber noch einen Abschnitt voraus erledigen. Wie das gemeint ist, werdet ihr gleich sehen. Man hat jetzt noch aber auch das Geschütz hier. Hätte man auch nutzen können. Aber naja. Wer es halt nötig hat. Gut, hier ist auch nichts.
Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Wo willst du denn hin? Bleib hier, du. Oh. Minen, nix ist. Aber von hier die zu beschießen wäre auch schwachsinnig, deswegen werfe ich eine Granate. Denn man weiß ja, dass die Granaten eine sehr hohe Explosionskraft haben. Leider. Man kann also nie genau sagen, wie weit man weggehen muss. Ach, und in den Kisten ist wieder nichts. Ist das nicht lästig, ne? Genau, hier wollte ich noch gucken. Das war fies. Ach, kennt ihr das noch? Die Aktenschränke zerdreschen, ne? Naja. Und natürlich die Bücherregale. Aber egal. Okay. Verdammte Marines. Hier drunter ist nämlich was. Da sind auch gleich wieder Vortigons. Tja, der Marine wurde von einem Vortigon getötet. Hallo? Hau doch nicht ab, Mensch! Wow! Ach ja, die Kopfkrabbe da unten, die werde ich noch sehen. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Kisten zu zerdreschen. Betten, da ist nichts drin. Außer Munition und Heilung. Aber Munition, die wir wieder mal nicht brauchen. Naja. So, nun zu dem kleinen Versteck hier. Und ich verschwende hier gleich wieder Munition. Mich juckt's irgendwie in den Fingern heute. Was macht denn bitte ein Soldat hier unten? Und vor allem mit C4. Was hat er hier unten gesucht? Und vor allem, woran ist der gestorben? Da ist weder eine Blutlache und von einem normalen Headcrab wird man ja eigentlich zu einem Zombie verwandelt, anstelle da einfach nur liegen gelassen. Also, dessen Tod ist schon etwas fragwürdig. Aber gut, jetzt haben wir den etwas zukünftigen Abschnitt erkundet. Da können wir jetzt ohne Probleme durchfahren. Der wäre als nächster gekommen. Kehren zurück, frischen unsere Anzugsenergie wieder auf und dann kann es weitergehen. Wenn ich die Ladestation wieder finde. Hier gibt es noch Granaten, nett. Ach ja, auf der anderen Seite war das bestimmt. Genau. Hier war das. Er hat leider keine Granaten. So, wir fahren jetzt weiter mit der Bahn. Wir fahren mit der Bahn. Ah ja, und ein Grafikbug. Keine Ahnung weshalb. Valve bringt ja sowieso schon seit Jahren keine Updates mehr für Half-Life. Nicht mehr für Half-Life 2, sondern eher für Team Fortress und Portal. Was ist denn das gerade? Und vor allem, da war gerade ein Marine. Zumindest habe ich gerade einen gehört, aber ich wüsste nicht, wo noch einer wäre.
Komisch alles, ne? Oh, Vorsicht. Ja. Hier ist erstmal eine Station für diese Bahn. Oh, natürlich. Marines. Zumindest können wir mal bei ihren Gesprächen mal lauschen. Wenn sie was sagen. Naja. Robert. Vortigons. Hä? Kann es sein, dass ich gerade irgendwie in Englisch verstanden habe? Die Soldier? Und das halt ein bisschen anders vertont? Oder? Weil irgendwie war das gerade so. Die Soldier! Oh Mann. Ah, keine Lex hier! Irgendwie klang das nämlich so. Die Soldier! Zumindest am Anfang und Ende des Satzes. Hey Kollege, na was machst du hier? Stimmt, unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Mein Reden. Dazu musst du auch mal mitkommen. Denn dich erwarten hier Kopfgraben. Ah, verdammt. Ach, den da oben hat er erwischt. Hm. Naja. Gut. Möchte zu gern wissen, ob die das noch schlimmer hingekriegt hätten. Irgendwo höre ich da Kopfkrabben. Ach, egal. Ich habe ein übles Gefühl in der Magengegend. Warte mal. Komm schon, sag was. Und jetzt husch husch hier. Das gibt Aua, aber zumindest ist er tot. Naja. Ich hätte ihn auch natürlich mit einer Desert Eagle töten können, aber ich wollte es mal mit einer Granate probieren. Heilen können wir uns ja sowieso, das ist ja nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist immer der Anzug. Die Energie. Surrender free man, ne? Gib auf, freier Mann. Natürlich, ne? Mensch, Freeman wird mit einem A geschrieben, nicht mit einem E. Oh Mann. Tja. Selbst Marines sind ja nicht die hellsten Köpfe, aber das wissen wir ja schon ein paar Parts früher. Oh, was wollt ihr mal mit diesen verdammten Granaten, ey? Oder diesen verdammten Sprengsätzen. Ui. Ach, ich glaube, hier waren wir schon. Da weiter unten. Ganz unten waren wir. Wo hast du deine Waffe hingeworfen? Ach, egal. Nett. Sogar mit Zielerfassung für irgendwelche Stationen. Nix ist.
Also mit Bewegungslaser. Aber zuerst geht's hierhin. Schön, wenn man frisch aufgetankt ist. Aber nix ist. Wir lassen uns nicht von diesen verdammten Zielsensoren erfassen. Und er hier auch nicht. Aber beim nächsten muss man nämlich hier aufpassen. Dahinter ist eine Art Raketenwerfer. Ab hier circa. Deswegen müssen wir in Deckung gehen. Hallo? Das war nix. Nochmal. Ach, bisschen zurück. So, das reicht. Zumindest um das Ding ungefähr zu sprengen. Da haben sie schon richtig zugemauert. Verdammte Scheiße! So sollte es eigentlich nicht ablaufen. Ja, verdammte. Wo lande ich jetzt? Ach, naja. Das ist eben halt das mit dem Perfektionismus. Man kennt das ja nicht anders. Ach, ich kann ja wenigstens zum Glück hier abspringen. Hallo! Hallo! Nicht abhauen hier! Ist wieder mal nix in den Kisten. Ist das nicht langweilig? Ach, come on. Tut doch dem armen Gordon Freeman einen Gefallen. Der hat doch schon einen schlechten Arbeitstag. Oh. Hör auf, ständig deine verdammten Blitze herumzuschleudern. Mensch. Natürlich. Sensoren auf Freeman einrichten. Passt schon. Ja, passt. Hallo? Warum geht dieses Ding nicht in die Luft? Wollte schon sagen, ey. Oh, hier war einer. Ach, ich höre schon diese Kopfkramme, ey. Da bist du! Da oben seid ihr! Verdammte Viecher! Bäh! Das wird nix. Hallo! Natürlich Abmarsch, aber richtig hier. Abmarsch zurück zur Basis. Sonst trete ich euch noch einen verdammten Arsch.
Gut. Mit dem Zug müssen wir eh weiterfahren. Da ist alles voll. Das ist gut. Schön. Hüpf. Hüpf. Und weiter geht's. Immer schön quicksafen. Wer weiß, was uns sonst noch alles erwartet. Außerdem natürlich wieder eine Haltestelle. Mit Marines! Na, das wird ein Spaß. Nee, das war nix. Das war nix. Oh, Granaten! Was ist das für ein Scheißabschnitt? Also echt, ey. Ja, wenigstens ist der endlich mal ausgeschaltet. Kann es sein, dass da noch rumsteht? Ja, das Geschütz ist wenigstens weg hier. Das war ein Reinfall. Das war auch ein Reinfall. Oh Mann. Ist das so schwer? Nix ist. Keine unnötige Munition verschwenden hier. Mann! Das ist doch zum Kotzen mit euch! Verdammte! Mann! Verdammte Marines, ey! Sorry, aber es musste sein, ey. Oh Mann, meine schöne Anzugsenergie. Oh Mann. Super, jetzt habe ich nur noch 30. Es ist echt zum Heulen. Naja, geht halt nicht anders. Weiter. Ui, wieder was zum Durchbrechen. Nee, das ist eine